Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video möchte ich euch sehr gerne einmal meine Sommerfavoriten vorstellen. Und ich habe mir gerade noch mein erstes Sommerfavoritenvideo angeschaut von letztem Jahr. Und ich bin doch sehr überrascht, dass einige Produkte geblieben sind, aber auch einige sind neu dazugekommen. Und wenn du Lust hast auf das Video, dann bleib jetzt sehr gerne dran. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, heiße ich dich herzlich willkommen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt noch schnell einmal nach. Ich glaube hier. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Sommerfavoriten. Ja, ich habe quasi mir ein bisschen Gedanken gemacht und mir ein paar Produkte zusammengesucht, die ich wirklich liebe, die für mich in den Sommer passen, gerade dieses Jahr, die ich jetzt auch in letzter Zeit immer benutzt habe, gerade auch wenn es so heiß ist. Und anfangen möchte ich erstmal mit dem Wichtigsten, und zwar ist es die richtige Tagespflege. Ich habe eine Mischhaut, das heißt, ich habe in der T-Zone eine ölige Haut und zu den Seiten hin Wangenpartie doch eher trocken. Und ich habe dank Beauty Mates eine richtig, richtig tolle Feuchtigkeitscreme kennengelernt. Und zwar ist es die Hyaluron Creme Boost. Die ist jetzt für normale Haut. Sie hat eine richtig, richtig leichte, cremige Textur. Die lässt sich ideal auch als Make-up-Unterlage verwenden. Ich benutze sie morgens und abends. Und die zieht super schnell ein. Die versorgt meine Haut mega toll mit Feuchtigkeit. Ich bin echt froh, dass ich sie austesten konnte und im Moment, ich nutze wirklich keine andere Creme mehr. Ich finde die super. Die gleicht die Hautpartien aus. Also dort, wo die Haut zu ölig ist, geht das einfach ein bisschen zurück und die trockenen Hautstellen werden ordentlich mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Vor allem, was ich ganz toll finde, hier ist kein unnötiger Stickstack drin. Also ihr habt hier wirklich nur das drin, was eure Haut auch wirklich braucht. Keine unnötigen Zusatzstoffe, keine Duftstoffe, keine Mineralöle, keine Parabene. Also kein, wie gesagt, kein unnötiger Schnickschnack. Ich habe für euch auch einen Rabattcode von Beautymates bekommen. Und zwar könnt ihr mit Steffi 30% dort sparen. Beautymates hat auch nicht nur Tagescremes oder Tages- und Nachtcremes, sondern haben die auch sogenannte Booster. Und diese Booster, die könnt ihr euch sehr gerne mal dort auf der Seite anschauen. Da habt ihr wirklich für jedes Hautproblem die passende Lösung. Und wie gesagt, diese Creme passt für mich einfach super in den Sommer, weil sie eben so schön leicht ist und schnell einzieht, kein Fettfilm auf der Haut hinterlässt. Und ja, ich verlinke euch sehr gerne auch einmal den Set-Konfigurator und den Produktberater in der Infobox. Wie gesagt, dort könnt ihr sehr gerne mal auf der Seite euch umschauen. Denkt auf jeden Fall an meinen Rabattcode. Steffi30, das lohnt sich auf jeden Fall. 30%. Okay, machen wir weiter mit der Gesichtspflege. Wenn ich meine Tagespflege oder Nachtpflege, also wir fangen ja jetzt tagsüber an, aufgetragen habe, was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über eigentlich, ist der richtige Sonnenschutz. Ich habe hier von Nivea Sun den Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 30. Und zwar ist es hier ein mattierender Sonnenschutz und den finde ich echt super. Der fettet nicht, der zieht schnell ein. Das ist überhaupt kein Vergleich mit irgendeiner Sonnencreme. Also die ist echt super für mich. Die funktioniert wunderbar. Und ja, wichtig ist halt auch, dass ihr euch den Sonnenschutz zum Schluss auftragt. Also wenn ihr mit eurer Tagespflege fertig seid, kommt dann erst der Sonnenschutz, weil der versiegelt quasi die Haut. Alles, was danach kommt, kann nicht mehr wirklich in die Haut eindringen. Gut, danach folgt, wenn ihr euch ein bisschen schminken möchtet, ein Primer. Und zwar habe ich dieses Jahr im Sommer zwei total unterschiedliche Primer. Also sie könnten gar nicht unterschiedlicher sein und ich liebe sie beide. Ich liebe sie beide für den Alltag.
solo als Make-up und also unter Make-up. Es ist einfach, ja, zwei völlig verschiedene Produkte. Und zwar als erstes von Catrice diesen 10-in-1 Primer. Der hat einen ganz, ganz leichten, also eine ganz, ganz leichte Tönung. Ich zeige euch den mal. Ganz, ganz minimal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall hat der so einen richtig, richtig tollen, saftigen Glow. Also die Haut sieht mega gesund aus, durchfeuchtet. Ich liebe den einfach. Der lässt eure Haut nicht makellos erscheinen. Keine Frage, also. Aber der hat einfach, der hinterlässt einfach ein ganz, ganz tolles Hautbild. Und ihr seht frisch aus und einfach ein bisschen noch die T-Zone danach abpudern, einen Bronzer drauf, bisschen Wimperntusche und das perfekte Alltags-Make-up. Ganz easy, mit ganz wenig Produkten. Super. Und welches Produkt ich jetzt ganz, ganz neu für mich entdeckt habe, ist von Essence. Dieser aus der Prime Studio Reihe, der ist ganz, ganz neu. Das ist der Putty Primer. Poreless and Skin Blurring. Silikonfrei. Und der ist im Moment mein absoluter Alltagsfavorit. Denn ich gebe mir den wirklich nur auf der Stirn auf, ein bisschen auf meine Wangen, wo ich die vergrößerten Poren habe. Und Leute, der hält euch wirklich den ganzen Tag matt. Ich habe von Benefit den Professional. Und ihr könnt diese beiden Produkte null miteinander vergleichen. Für mich persönlich ist dieser hier um Welten besser. Und der kostet ein 30, ein Zwanzigstel ungefähr in der Drogerie. Also der ist mein absoluter Lieblings-Alltagsbegleiter. Wie gesagt, hält euch richtig schön matt, ganz bisschen noch abpudern und ihr seid von morgens bis abends mattiert. Und das, obwohl ich eine ölige Haut habe. Echt, den liebe ich. Ja. Was die Foundations angeht, da konnte ich mich auch nicht so ganz entscheiden. Ich bin nicht so im Alltag der Foundation-Träger. Aber wenn ich denn doch mal Foundation benutze, dann liebe ich auf jeden Fall im Sommer, wenn ich matt sein möchte, die Superstay 24 Stunden von Maybelline. Die hält euch wirklich den ganzen Tag matt. Sie färbt nicht ab, auch jetzt gerade unter der Maske. Ganz, ganz top. Echt großes Kino, diese Foundation. Ich habe sie in der Farbe Ivory und die passt irgendwie fast das ganze Jahr bei mir. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist voll mein Ton und ich liebe sie. Ihr schwitzt da nicht drunter. Die hält echt super. Dann wiederum, wenn ihr was ganz Leichtes tragen möchtet, einfach so ein bisschen noch ein bisschen mehr abgedeckt haben möchtet, aber doch ein bisschen auch glowy, frisch aussehen möchtet, was dieses Jahr absolut mein Ding ist. Ich liebe Glow. Es kann gar nicht glowy genug sein. Dann habe ich hier diese beiden Produkte. Ich konnte mich jetzt auch nicht entscheiden, welches mir besser gefällt. Einmal von L'Oreal die Skin Paradise Tinted Water Cream in der Farbe Light Hell und von Nabla der Skin Realist Tinted Balm in der Farbe 2 Light. Das sind zwei ganz tolle, quasi getönte Tagescremes, die sich wirklich ganz, ganz leicht auf der Haut anfühlen. Die ist noch mehr Creme wie diese hier, aber für mich zwei ganz, ganz tolle Sommerprodukte, wenn es einfach leicht sein soll. Ja. Mein absoluter Lieblingsbronzer, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus meinen Videos. Das wäre halt nicht echt, wenn ich euch den jetzt nicht zeigen würde. Ich liebe ihn im Sommer noch mehr wie im Winter. Und zwar ist es von L'Oreal der Back to Bronzer. Das ist ein mattes Produkt. Und der ist einfach, ihr könnt ihn euch so gut aufbauen. Der ist nicht überladen. Ihr habt entweder was ganz Leichtes für den Alltag. Ihr könnt euch den, wie gesagt, richtig ordentlich aufbauen. Ganz, ganz tolles Produkt von L'Oreal Back to Bronze. Auch eigentlich mein Go-To. Also wenn ich einen Bronzer benutze, dann ist es meistens der.
Highlighter. Konnte ich mich jetzt eigentlich schlecht entscheiden, weil ich ja gerade einen neuen habe, aber ich habe dann doch mein Catrice Mors and Glow Highlighter gewählt, weil ich den einfach schon länger habe und schon länger benutzt habe. Und das ist halt, ob es jetzt unbedingt ein, ja doch, es ist eigentlich mehr auch ein Sommerton, weil es ist dieser wunderschöne Champagnerton. Der hat doch so einen ganz leicht Gold-Touch noch mit drinne. Und ich finde den einfach sehr, sehr hübsch. Und im Sommer kann es gar nicht, wie gesagt, glowy genug sein. Was auf gar keinen Fall noch fehlen darf im Sommer, ist ein richtig gutes Puder. Und mein täglicher Begleiter, da klingelt es an der Tür, ja, mein täglicher Begleiter jetzt jeden Tag ist von Essence dieses Stay All Day Loose Powder. Das hält euch echt richtig, richtig lange matt. Vor allem die Kombi aus diesen beiden Produkten hier. Dieser Matt Primer und dieses Loose Matt Powder. Mega, mega, mega. Ich sag euch, ihr seid von morgens bis spätnachmittag mattiert. Also, das funktioniert. Wirklich. Auf den Lippen liebe ich Lipgloss. Ich liebe es, wenn die Lippen frisch und prall aussehen und einfach glänzen. Und meine beiden Lieblinge sind einfach hier von Fenty Beauty, der Gloss Bomb in der Farbe Sweet Mouse und von Maybelline, dieser Lifter Gloss in der Farbe Topaz. Zwei unterschiedliche Glosse, einmal so rosé und bronzebraun. Ich liebe beide. Ich finde beide wunderschön und sie halten relativ lange auf den Lippen und sie sind von der Konsistenz und vom Applikator her auch echt ähnlich. Ihr habt bei beiden so einen richtig dicken Applikator. Einmal hier bei Fenty und bei Maybelline. Ich zeige euch das mal. Die sind beide ziemlich identisch, wie ihr seht. Und hier haben wir einmal so einen richtig schönen rosa Lipgloss und ich zeige euch nochmal hier den von Maybelline daneben. Der ist halt so eingefärbt und ich mag beide total gerne. Wie gesagt, sie halten relativ lang auf der Haut, auf den Lippen, auf der Haut. Ich finde der von Fenty noch ein bisschen länger, aber beide, wie gesagt, wunder, wunderschöne Lipgloss. Womit ich mich letztes Jahr im Sommer schon eingecremt habe und womit ich mich dieses Jahr im Sommer eincremen werde und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, sind auf jeden Fall als erstes Sonnencreme oder Sonnenmilch. Ich fange immer mit Sonnenschutzfaktor 50 an, arbeite mich dann langsam runter auf 20. Und ich habe da immer von Rossmann, die Eigenmarke, Sanozon, schon seit Jahren. Komme ich sehr gut mit zurecht, hilft mir, mich nicht zu verbrennen. Und wenn ich dann so eine schöne Bräune habe, folgt auf jeden Fall dieses Sonnenölspray mit einem Lichtschutzfaktor von 15. Das ist einfach, das macht so eine schöne Haut, es macht so einen schönen Teint und ja, es pflegt die Haut, halt Öl auf der Haut ist immer schön im Sommer und versorgt eure Haut und ja, man wird einfach so schön braun und es hält lange und ich liebe Sonnenöl. Das ist einfach zum Schluss für mich immer dabei. Dann habe ich noch eine Fußbutter. Genau die gleiche hatte ich letztes Jahr auch schon. Und zwar ist es von Fußwohl von Rossmann. Die Fußbutter für sehr trockene Haut mit Shea Butter und Avocado. Ich creme meine Füße jeden Tag ein. Ich gehe auch immer regelmäßig zur Fußpflege. Liebe Grüße hier an meine Mutti. Wenn ich dich nicht hätte, würden meine Füße wer weiß wie aussehen. Ja, jetzt hat sie mir gerade wieder meine Füße wunderschön gemacht mit Shellac, so ein richtig schönes Rot. Und ja, Füße müssen einfach schön aussehen im Sommer. Und im Sommer lege ich da auch wirklich Wert drauf, im Winter eher nicht. Da bin ich sehr nachlässig, was meine Fußpflege angeht. Und ja, jetzt im Sommer wirklich, ich creme mir meine Füße jeden Tag ein. Und
Sonst habe ich echt diese Fußbotter genommen. Aber was ich jetzt in letzter Zeit immer mache, ich mache es einfach, wenn ich abends auf der Couch liege. Nebenbei. Wenn ich Fernsehen gucke, nebenbei creme ich mir meine Füße ein. Und zwar von Aldi, diese Make Fat Soft Creme. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Die benutze ich im Moment immer abends einfach. Entweder nehme ich sie für die Hände und jetzt einfach auch für die Füße. Sie ist für Gesicht und Körper. Die ist super. Ich habe sie gerade mit Ringelblume und die macht auch die Füße wunderbar weich. Also, absolute Top-Empfehlung von Aldi Make Fat Soft Creme. Ja, kommen wir nur noch zu zwei dufteligen Produkten und dann habe ich euch, glaube ich, genug erzählt und euch soweit meine ganzen Sommerfavoriten gezeigt. Dieses Parfüm war auch schon letztes Jahr im Sommer mein absoluter Favorit. Und zwar ist es von Job Levain. Ich habe es euch schon, glaube ich, paar Mal bei meinen Favoritenvideos in die Kamera gehalten. Ich liebe dieses Parfüm einfach im Sommer. Es ist ein sehr, sehr toller Duft, so cremig und ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Das ist für mich Sommer. Ich bin nicht gut im Beschreiben von Düften. Aber wer mich schon länger schaut, der weiß das. dann habe ich noch einen richtig, richtig frischen, zitrischen, ja, frisch, zitrisch und leicht. Und zwar ist es von Lancôme, das De Lingerie. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist auch einfach ein ganz, ganz tolles Sommerparfüm. Und also ich benutze die wirklich regelmäßig, täglich. Diese beiden meistens immer im Wechsel. Und die gehen einfach nicht leer. Die sind immer noch so super schön gefüllt und ich freue mich, ich liebe sie und ich werde sie weiter benutzen. Ja, meine Lieben, ich hoffe doch sehr, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen was zu meinen Sommerfavoriten erzählen. Und wie gesagt, bei Beauty Mates denkt auf jeden Fall an meinen Rabattcode 30% mit Steffi 30. Das lohnt sich auf alle Fälle. Und ganz wichtig, denkt bitte an euren Sonnenschutz, den Körper eincremen und auch ganz wichtig, vergesst bitte nicht euer Gesicht. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Denkt dran, ich lege es euch ans Herz. Ihr habt nur diese eine Haut. Pflegt sie. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat oder euch, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn dir mein Kanal gefällt und du hast bisher noch nicht abonniert, wie gesagt, hol das doch sehr gerne nach, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Sommer. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!